nehme das zurück, Phyllis. Wir hätten bei Paula hätten sollen, ich hatte keine Ahnung. Aber dir ist schon klar, dass du hiernach keine Beamte mehr werden darfst. Yippie-ja-je und herzlich willkommen zu unserer Sonderfolge. Falsch, aber lustig. Viele Leute wollten es, wir geben sie euch eine Folge mit einer Wildcard. Aber auch dabei, Phyllis Dastan! Unsere Wildcard-Kandidatin Paula! Und Till Reiners. Geil, geil, geil. Ja, viele Leute in den Kommentaren meinten, ey, wäre doch mal geil, wenn irgendjemand dabei ist, der das nicht beruflich macht. Dann haben wir gesagt, ja, Till ist dabei. Till, wir haben Till dabei. Und dann meinten viele, nein, aber noch mal jemand, den man gar nicht kennt. Und dann meinte ich, wie gesagt, das nochmal, Till Reiners, der ist ja da. Dann haben wir gesagt, nee, weißt du was, wir fragen Leute, wer hat Bock? Und dann haben wir unter diesen tausenden und abertausenden Menschen, haben wir über Wochen hinweg, haben wir einen Prozess in Gang gesetzt. Ihr kennt vielleicht auch dieses Schlag den Star und sowas. Haben wir mehrere Folgen, haben wir da aufgewendet, nie gesendet. Und eine Person hat sich durchgesetzt, meine Damen und Herren, Paula, fantastisch. Ja, es war sehr hart. Es war sehr hart. Ja, ich bin jetzt auch auf. Ich bin auf. Du bist auf. Jetzt bin ich hier und. Jetzt bist du hier. Hier ist der beste Punkt, wenn man auf ist, um hier anzukommen, tatsächlich. Berlin. Wie man sieht. Berlin, Ritter Butzke, diese Sendung. Du machst das auf jeden Fall nicht beruflich. Was machst du beruflich? Ich studiere Geschichte und Deutsch auf Lehramt und ich bin aber schon ganz am Ende. Ich schreibe gerade meine Masterarbeit. Beziehungsweise prokrastiniere ich. Ich bin nämlich hier. Das stimmt, aber das ist ja die beste Vorbereitung, dass du halt, du stehst da vorne und dann musst du sehr dummen Leuten Sachen sagen. Das hast du jetzt gesagt. Das hab ich sowas von gesagt. Nein, finde ich sehr gut. Wäre aber auch geil, wenn es immer so drei lehrende Personen da vorne pro Klasse gibt, die aber gegeneinander antreten und sagen, nein, 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 ich weiß mehr über Napoleon. Ja, weißt du das wirklich? Nein, aber es ist lustig. Denn darum geht's, nicht die richtige, sondern die lustigste Antwort. Wir haben ein Spielspiel mit dir, Paula. Bist du bereit? Bist du fertig? Absolut. Sehr gut. Wir spielen einen All-Time-Favorite-Klassiker. Wie war nochmal die Frage? Funktioniert ganz einfach. Ich gebe euch eine Antwort und ihr sagt mir, wie lautet die Frage? Die erste Antwort lautet, weil ich es mir wert bin. Till, wie lautet die Frage? Warum hast du eine Waffenkammer? Jesus. Paula, die Antwort ist, weil ich es mir wert bin, wie lautet die Frage? Was hat sich noch nie jemand beim Shampoo-Kauf gedacht? Phyllis. Warum gehe ich heute nach der Show zu McDonald's? Till, weil ich es mir wert bin, wie lautet die Frage? Großvater, warum spittest du so geile Rhymes? Okay, der war wirklich gut. Die Antwort lautet, weil ich es mir wert bin, hast du noch eine Frage. Paula. Warum habe ich eine Screentime von 18 Stunden? Screentime. Kennen wir alle. Okay, Phyllis, was die Antwort ist, weil ich es mir wert bin, wie lautet die Frage? Warum bestelle ich bei Gorilla, obwohl der Supermarkt 3 Minuten entfernt ist? Möchte noch jemand? Ich hab noch einen. Ja. Siehst du, die Einzige, die sich vorbereitet hat hier. Ja. Warum ziehe ich mir 5 Minuten vom Date noch einen Döni mit extra Knoblauch rein? Ja, ich stehe drauf. Bin ganz ehrlich, ich stehe drauf. Wir haben eine zweite Antwort und ich brauche von euch die Fragen. Die Antwort ist 2 Quadratmeter. Wie lautet die Frage? Phyllis. Was können sich Frauen auf keinen Fall vorstellen? Das war komisch, dass ich so laut gelacht habe. Wir sind wieder back. Okay. Die Antwort ist 2 Quadratmeter. Wie lautet die Frage? Paula. Naja, wie groß ist denn die Wohnung, für die du deine Niere verkauft hast? Prenzlauer Berg. Oder welcher dieser eine Stadtteil in Berlin ist, wo das so teuer ist. Till. Wie viel Fläche von Moritz Haus war den Preis wert, den er bezahlt hat? Lustig, weil es wahr ist. Entschuldigung, ich hab mein Wasser umgestoßen. Das macht nichts. Das passiert. Wie viel Fläche der Bühne ist denn jetzt nass? Also ich sag mal so, ich weiß auf jeden Fall, wie groß... 2 Quadratmeter, Digi, das war die Antwort. Wie groß? Meine Fresse. Ich sag mal so, also ich weiß, wie groß das hier sein sollte, damit ich nichts mehr umkippe. Die Antwort ist 2 Quadratmeter. Hast du noch eine Frage? Paula. Wie groß sollte der Abstand zwischen mir und Menschen sein, die Alrighty und Juhu sagen? Mindestens. Juhu?
Juhu. Ey, Juhu. Ach so, ich dachte Juhu. Juhu. Ja. Juhu. Juhu. Oder Huhu. Juhu. Ah, okay. Ja. Nicht machen. Die jungen Leute, ne? Die Generation. Ja. Wie fühlst du dich? Woo! Ja, werd älter. Till, die Antwort ist 2 Quadratmeter. Wie lautet die Frage? Wie groß ist der Geräteschuppen, in dem Moritz Kinder wohnen? Aber mit Luft. Die Antwort ist 2 Quadratmeter. Hat noch jemand eine Frage? Ich habe keine mehr. Nee, deswegen will ich nur du. Du bist wirklich die Einzige, die es hier ernst nimmt heute Abend. Ja, das Paula. Ist, weil ich lehren werde und dann muss man immer alles ganz genau vorbereiten. Wie viel Schnitzel ist Jumbo Schreiner in 30 Minuten? 2 Quadratmeter. Jumbo Schreiner, das ist der. Den kennt. Ja, das ist wieder der jetzt neue, uncool, dass ich ihn kenne, ey. Das ist der neue Rainer Kallmund. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserer dritten Antwort, zu der ich eine Frage suche. Die Antwort ist: Das ist eine alte Familientradition. Naja, fangen wir erstmal seicht an und enden dann bei Phyllis. Till, was ist die Frage? Warum haben wir eine Falltür im Wohnzimmer? Die Antwort ist, das ist eine alte Familientradition. Wie lautet die Frage? Paula. Warum schläfst du mit deinem Bruder? Ich nehme das zurück, Phyllis. Wir hätten bei Paula hätten sollen, ich hatte keine Ahnung. Aber dir ist schon klar, dass du hiernach keine Beamtin mehr werden darfst. Aber ich sag's in Berlin. Okay. Das geht. Die Antwort ist, das ist eine alte Familientradition. Wie lautet die Frage, Phyllis? Warum hasst Till Ausländer? Da kann ich anknüpfen? Ja? Papa, warum muss ich eine weiße Kapuze aufziehen? Siehst du? Ich hab's gesagt. Die Antwort ist, es ist eine alte Familientradition. Hat noch jemand eine Frage? Paula hat auf jeden Fall eine. Warum bist du 4-mal durch die Führerscheinprüfung gerasselt? Noch ich habe alles auf Ausländer gesetzt. Ich habe nichts anderes. War das die Antwort auf die Familientraditionssache? War auch gut. Ja. Nee, wegen Südamerika, ja. Südstaaten, ist egal. Till? Ja, wir hatten ja jetzt leider schon den Themenbereich Inzest. Und den hatte ich mir, also den, da hatte ich sozusagen auf Lücke gelernt. Also ich habe nur Inzestwitze, aber die sind ja jetzt schon gemacht worden. Du, ich denke mir, das ist nicht schlimm. Da legen wir ein paar nach. Okay. Warum ist Mama meine Schwester? Meine Schwestermutter. Noch mehr, Till? Warum heißen Moritz Kinder Adolf und Eva? Das ist eine alte Familientradition. Dann machen wir einen großen Applaus für die Gewinnerin Paula, meine Damen und Herren! Und wie jedes Mal bestimmt auch Paula den RBB-Slogan der nächsten Woche. Wie ist der Slogan des RBB in der nächsten Woche, Paula? RBB, da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und das war's für heute. Wir rasten aus! Sehr, sehr schön. Wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt, einfach hier oder da raufklicken. Da ist auch für jeden was dabei. Abonniert den Kanal und macht nun einen großen Applaus. Macht euch aber lustig. Für Phyllis Dastan. Für Paula. Für Till Leiners. Und Sommer. It's